Hallihallo, hier ist wieder Kurasu. Wir sind zurück in Stardew Valley. Sind immer noch am Eisen sammeln, da wo wir halt jetzt mal stehen geblieben sind. Und ja, hoffen wir mal auf gute Glücke, dass wir doch noch jede Menge finden. Wir sind zwar schon nah dran an dem, was wir zwingend, sag ich mal, benötigen, aber ein bisschen mehr kann natürlich nicht schaden, da wir Eisen für alles Mögliche brauchen. Auch unter anderem ja für die Sprinkler. Und da müssen wir natürlich später noch einige bauen. Mir scheint nichts mehr zu sein. Okay. Von anderer Musik. Seltsam, aber gut. Dann komm her. So, einen Augenblick. Ich hab meine Stoppuhr wieder vergessen. So, nun läuft's. Hä? Kommt direkt die Fledermaus. Das brauchen die doch mal eine Weile. Ich hab schon wieder eine. Cleo, Cleo. Da ist er. Wie sieht übrigens, das war nicht die letzte. Jo, weil da noch eine kommt, deswegen. Huch. Irgendwas ist gerade hier abgegangen und ich weiß nicht was. Egal, wir sammeln uns Eisen ein und gut ist. Dann haben wir auch wieder was Nettes. Diamant. So. An Quarz, was wir dann weiter verarbeiten können. Und wir haben auch die notwendige Eisenmenge jetzt gefunden. Jetzt ist alles sozusagen, was wir jetzt finden, Bonus. Bonus ist immer gut. Was bist du denn? Achso, Aquamarin. Das kennen wir ja auch schon. Gut, gut. Ja, sonst ist hier anscheinend nichts. Knüppeln wir so noch ein bisschen Steinchen. Damit wir hier runterkommen. Genau. Hier unten schaue ich nochmal schnell, ob es direkt was zum Abgreifen gibt. Ja, da war nochmal Quarz. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Scheint nichts Besonderes zu sein. Hier direkt scheinbar auch nichts. Gut, dann gehen wir raus aus der Mine. Haben wir das notwendige Mengen, sag ich mal, bekommen. Das soll uns dann auch erstmal genügen. Warte mal, das nutze ich viel zu selten. Diese Schnellreise, die ich jetzt hier freigeschaltet habe. Ja, das vergeht mir auch so. Bemerke ich auch solche Dinge hier nicht. So. Was sehe ich das halt so? Wo habe ich den Ghostfish her? Habe ich einen Ghostfish gefunden in der Mine? Okay. Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. So, die kann man dann verkaufen. Haben wir jetzt alles gelernt. Zack, zack. Fausengeode, Diamant, Aquamarin. Muss ich wirklich mal gucken, ob wir den für Ding unser. Ja, genau, das wollte ich drücken. Ach. So, Fischtank. Da sieht nichts nach Geisterfisch aus. Da auch nicht. Da leider auch nicht. Da sieht nach Ghostfisch aus. Jep, brauchen wir. Zack. Zack. Da fällt mir gerade ein. Wir haben ja damals am Strand diese Krebsdinger hingepackt. Da müsste ich öfters auch mal jetzt vorbeischauen, fällt mir auf. Ich schau mal schnell nach unseren Pilzen. Nö, da ist alles wie gehabt.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell mal an den Strand, oder? Da mal gucken, ja, ob da jetzt mit den Krebskäfchen was ist. Das ist, glaube ich, schon wieder 2-3 Tage her. Ja, wäre ja mal interessant zu wissen. So, bei 5 Uhr sind her und Energie hier können wir ja nicht mehr so viel machen. Bei Energie eigentlich schon, das ist schon ein Stücke. Aber dennoch von der Zeit her halt ist hier nicht mehr viel drin. Was wir machen müssen, ist natürlich immer noch Bäume fällen. Ah, ich habe jetzt die bessere Axt. Fällt mir gerade ein. Dann sollten wir wirklich mal schauen, ob wir die anderen Baumstumpfdinger da mal wegkriegen. So, ich schau mal, ob so noch was am Strand auch sich befindet. Was wir einsacken können, aber scheinbar nicht. Okay. So, da sind die Käfige. Wie mache ich das jetzt? Hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Ist das okay? Ist das nicht okay? Hallo Vögel. Okay. War jetzt seltsam, aber gut. Habe ich die nochmal hingepackt. Vielleicht habe ich sie zu früh rausgenommen. Muss da ein Symbol drauf sein. Ah, das hätte ich mich mal ein bisschen schlau machen sollen. Naja, gut. So, haben wir so noch ein bisschen Zeug von hier. Dann jetzt mal langsam ab nach Hause. Da wartet auch schon unser warmes Bett auf uns. Wobei, versuche ich schnell noch mit der neuen Axt ein bisschen was zu verkleinern. Das eine Ding, das große Baumding ist ja einmal bei uns direkt drunter vom Haus. Ich glaube, ich probiere es erstmal und dann gehen wir schlafen. So. Energie habe ich ja noch, von daher ein bisschen rot angezeigt, okay. So, wo war das? Hier. Oh ja, wir können es jetzt kaputt machen. Mal sehen, ob wir da was Besonderes finden bei Hardwood. Oh, das bringt auch noch Hardwood. Weil was heißt nur? Wir haben ja festgestellt, davon brauchen wir einiges. Also von daher eigentlich ganz gut, dass wir das finden. So. Die Vogelscheuchen packe ich mal mit ins Haus. Was kommt schon diese komischen Geräusche in diesem Spiel? Okay, hier ist nichts Besonderes. Hallo Dogmeat. Und ich packe ich mit da rein. Bist zwar nicht so wirklich Deko, aber sonst wüsste ich nicht, wohin mit dir. So, gute Nacht, Leute. Schriftroller bringt bloß ein Gold. Naja, gut. Hat jetzt ein bisschen mehr gehofft. Ah ja, die Cranberries waren ja noch mit dabei. Macht auch gerade ein bisschen viel Gold für so ein bisschen eingelegtes Zeug. 24. Tag des Herbstes im Jahr 1. So. Gucken wir. Wie Türen. Ich glaube, das heißt immer, das hat man schon, ne? Ja, Omelette. Das haben wir schon. So, wie sieht's hier aus? Da wird gesprinkelt. Okay. So. Ich weiß ja nicht, ob Cranberries jetzt wirklich nochmal ausreifen, aber ich glaube schon, weil es sind ja schon noch einige Tage. Also, schön wässern. Der weht der kalte Wind hier durch die Gegend. Ah, das hier hinten scheint auch bald fertig zu sein, die Sonnenblumen. Das glaube ich hier unten war der Kürbis, den wir noch einmal brauchten. Der Mais? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hier, Mais, glaube ich, war drüben. Ach, ich weiß es jetzt echt nicht. Werden wir sehen. So. So, ich glaube, jetzt muss ich erstmal nachtanken. So. Machen wir jetzt aber das Ganze hier lang. Gut ist so. So. Ja, das war jetzt logisch. Ach, Menno. Oh, komm schon. Ey. Jetzt habe ich schon hier diese Hilfe. Weißt du, wo ich hinklicke? Bringt mir trotzdem nicht, weil ich dann in die falsche Richtung das abziehe hier. Na ja, gut, so. Pilze? Nö. Okay.
Sirup? Nö. Okay. Eingelegtes? Nö. Okay. Also ist hier nichts los. Alles klar. So, alle Gionen bitte hier mal kurz sortieren. Gionen haben wir. Dann brauche ich das Eisen, das Gold. Das müssen wir jetzt langsam mal einschmelzen. So, die Gionen geben wir ab. Das heißt, geben wir ab. Lassen wir öffnen. Das ist das richtige Wort. Vielleicht haben wir da wieder Schönes drinne. Da oben ist eine Pflaume, die ignoriere ich jetzt mal gekonnt. So. Ja, wir müssen nochmal wieder aufs Brettchen schauen. Das haben wir gestern gar nicht gemacht. Ich glaube, die haben wir da, oder? Wir akzeptieren mal. So, dann würde ich so auf den Kalender schauen. Heute ist sein Geburtstag. Oh, es sind echt nicht mehr viel. Oh. Das Jahr, sag ich schon, das Jahr, der Monat ist bald rum. Eieieiei. Gut. Der Winter, ich bin echt gespannt, was wir da machen. Oder überhaupt machen können. Vielleicht kommt ja sogar irgendwas Neues hinzu. Wobei ich nicht wüsste, was im Winter farmtechnisch hinzukommen sollte. Ja, der hat jetzt mal eine Hoe auch. Sehr schön. Ja, danke. Gion, bitte. Zack. Okay. Das sieht neu aus. Lemonstone. Okay. Moment, ich muss hier mal eben umsortieren. Ja, so. Dum. Den kann man bestimmt spenden. Schauen wir mal. Jupp, zack. So, bitteschön. So, was machen wir heute noch? Ich würde sagen, wir machen ein bisschen unsere Farm selber unsicher. Immerhin haben wir jetzt eine neue Axt und kann sein, dass sie sicherlich auch verändert. Die sieht irgendwie, glaube ich, anders aus als früher, oder? Zu Anfang? Kommt mir vielleicht auch nur so vor. So, so, jetzt nehme ich aber die Pflaume mit. Jetzt nehme ich die Pflaume mit. Lass mich durch. So. Ah, da ist noch mehr. So. Nehmen wir das mit. Kann man immer noch mehr brauchen. So, genau. Dann seid ihr hier auch fertig, wie ich mir dachte. So. Die Pflaume kann rein, das kann rein, das kann rein. Du kannst da hinein. Sehr schön. So. Auf geht's mit der Axt. Ich sagte, auf geht's mit der Axt. Das leere Schlangenbullding nicht, du. So, wie gesagt, wir brauchen noch einiges an Holz und Saps fürs nächste Jahr. Deswegen müssen wir da einiges fällen. Auch weil ich natürlich die Samen brauche, damit wir natürlich dann unsere Baumfarm machen können. Auch nichts Unwichtiges. So, na, genau da lang. Weil die könnte ich theoretisch dann auch schon bald anfangen eigentlich. Wollen wir die heute schon machen, zumindest so die Grundform. Das mit den Zäunen, alles mache ich ja später, weil genau dafür wollen wir das Hardwood hier verwenden. Davon eigentlich noch nicht so unglaublich viel. Dass ich da jetzt mir mal eben jede Menge Zäune machen kann. So. Schauen wir mal so ein bisschen Rand lang. Ja, das hat man soweit schon freigeräumt. Gut. Gras nimmt natürlich momentan sehr überhand, weil ich das halt nicht wegmache. Muss ja auch nicht unbedingt überall weg sein. So. Ja, sitzt den eigentlich schnappen. So, das ist schon wieder mein letzter Baum, würde ich sagen, wenn Energie schon wieder gegen Null geht.
Das sieht jetzt Bombs vom Bäumchen. So. So. Können wir das wegbringen und wahrscheinlich Eisen nochmal reinschmeißen. Hallo, Doc Meat. So, genau. So. Und du kannst da überall rein. Ich packe auch mal weg. So. Nicht wirklich mehr Energie. Was machen wir? Ich wollte mal... Nee, da. Genau, das wollten wir doch mal machen. Mache ich jetzt mal. Und dann gehen wir in die Mine. Den Zwerg uns angucken. Soweit ich weiß jedenfalls. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Eisen da weggehauen dafür. Warte, wie viel? Jetzt 4. Eieiei. Naja gut, ich hoffe, das reicht dennoch. Wir haben ja schon ein bisschen was. So, wenn ich, wir wissen jetzt ungefähr, wo in der Mine wir ganz gut Eisen finden können. Von daher können wir uns da später immer noch mal was holen. So, bin gespannt auf diesen Zwerg. Also, dass er eine Sprache sprechen kann, können wir uns mit ihm verständigen. Und das bringt uns vielleicht neue Quests oder neue andere schöne Freischaltungen innerhalb dieses Spiels. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also Sebastian steht hinten ein bisschen rum. Oh, da fällt mir nicht die Fischquest. Eieiei. 2 Tage. Okay. Das sollten wir schaffen. Fast schon wieder vergessen, dass ich mir eine Quest geholt habe. So, irgendwie... weg. Hab mich draußen erwischt. Verdammt. Macht aber schon ganz schön Bumm. Ah, das ist wirklich ein Kältchen. Und eine Kiste. Möchtest du etwas kaufen? Okay. Aha. Life is so helpful. Drink this and weaker monster will avoid you. Shy Bomb Bomb kennen wir. Mega Bomb. Oh. Miner's Treat. Wow, nicht schlecht. Ah, eine seltene Vogelscheuche. Cool, von den Zwergen. Und ein spezieller Bohnenrezept. Cool. Nee, das ist interessant. Also, das ist ein kleiner Händler hier. Ist auch cool. Ich habe zwar jetzt ein bisschen was anderes gehofft, muss ich zugeben, aber das ist auch... Na, dann gehen wir den langen Weg hier. Was ist eigentlich Town? Ach, hier hinten. Hier hinten, okay. Ja. Nun gut. Die Bombe hat sich jetzt mittelmäßig gelohnt, würde ich sagen, aber immerhin. So. Ja, was machen wir heute noch? Energie ist ja schon recht gering. Deswegen bleibt nicht viel übrig, was man machen kann. Ne? Wir können ja wirklich unsere Baumfarm da so ein bisschen mal anbauen. Dass wir da mal schon mal was haben. So müssen wir schauen, welche Baumarten gibt es. Ich glaube, 3 verschiedene gab es. Und dann machen wir wirklich so ein 3x3 Ding draus. Das war da... jeweils 3 Bäume von jeder Art haben. Das dürfte eigentlich produktionstechnisch schnell genug dann funktionieren. So, das können wir jetzt wegräumen. Hier müsste ich mir dann auch angewöhnen, nur die goldenen Sachen drin zu lassen, noch bei den Haselnüssen und so. Ich will gucken, wie die Bäume, Mensch, wo liegt denn hin? Die sind noch hier. So, genau, euch drei gibt es. 1, 2, 3... Ist die Frage, was haben wir da unten? Was hole ich denn da immer raus? Das ist Oak. From Oak. From Oak. Ja, stimmt nichts für Oak. Verdammt. Na ja, gut, dann machen wir das ohne den Baum, den fällen wir. Und fangen da komplett neu an. In der Hoffnung, dass ich mein Ding da wieder bekomme. Jo, das fälle ich anscheinend als erstes.
Ah, und jetzt wissen wir, was es ist. Lol. Na gut. So. Jetzt muss ich überlegen. Wie weit gehen meine Felder? Meine Felder gehen bis hier. Warte mal. Ich nehme die Haut zum Kennzeichnen. Das heißt, warte, wenn ich dann so drei Felder weg haben möchte, 1, 2, 3 plus ein Platz, hau ich dann nehmen. Okay, machen wir zwei Platz draus. So, wie viel Platz braucht wohl ein Baum? Dann ist es der erste und wir sagen mal vier Plätze. 1, 2, 3, 4. Warte. 1, 2, 3, 4. Da kommst du dahin. 1, 2, 3, 4. Warte. Ich komme mal nicht zurecht. 1, 2, 3, 4. Dahin und jetzt da lang. 1, 2, 3, 4. Nee. Dahin. Bitte, dankeschön. Und weg. So, das heißt, hier. Haut es hin. Haut hin. Und hier. Und dann 1, 2, 3. 2, 3, 4. Dorthin. Dorthin. Und dorthin. Da haben wir schon, wo die hinkommen. Machen wir ein bisschen Platz. Und jo. Kann ich da jetzt nicht pflanzen oder was? Doch. Ich wollte auch meinen. Soll ich jetzt nicht pflanzen können? So, du dahin, du dahin, du dahin, du da und du da. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft? So, Rest bringen wir wieder weg. Jetzt auch wieder ein bisschen was fertig. So, Eisen, waren wir es? 14 Stück. Reicht aus. So, ach, wir hätten sogar eine Bombe. Hätte ich gar nicht quaffen müssen, nicht Dödel. Ach, naja, gut. Hier ist auch eine Vogelscheuche noch drin. Die holen wir mal raus. Die wollen wir bei uns zu Hause mal lagern. Gut, ich würde sagen, das war dann auch dieser Tag. Ab ins Bettchen. Und ich würde sagen, na, warte, Vogelscheuche erstmal wegpacken. Zack. Mit diesem Tag beenden wir dann auch die Aufnahme. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen oder einen Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, sag ich mal, schöne Melodie. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Tschüss.